bei www.gamingxp.com. Grand Theft Auto hat im Laufe der Zeit zweifelsohne Geschichte geschrieben. Handlungsfreiheit, zahlreiche Missionen und fast unendliche Möglichkeiten haben das Game zu einem der meistverkauften werden lassen. Und gleich zwei Erweiterungen gibt es nun. Episodes from Liberty City. Als erstes muss man wählen, welche Episode man spielen möchte. Die eine, The Lost and Damned, dreht sich um das Gangmitglied Johnny. Er ist zwar nur Vizepräsident der Gang, doch seit der wahre Boss auf Entzug ist, hat er die Führung. Er baut das Ansehen der Gruppe aus, vermeidet Kleinkriege, unterhält Beziehungen zum organisierten Verbrechen der Stadt und kann sogar mit einer verfeindeten Gang Geschäfte machen. Doch der Oberboss kehrt zurück und macht so weiter, wie er aufgehört hat. In der anderen Episode geht's um den Tausendsasser Luis Lopez, der die rechte Hand der Szenelegende Gay Tony ist. Er ist dessen Leibwächter, guter Freund und Berater. Gay Tony steht allerdings bei Gangstern und beim Finanzamt tief in der Kreide und Louis ist der Einzige, der zwischen dem Zusammenbruch des Imperiums und dem größten Erfolg aller Zeiten steht. Und nun liegt es an ihm, alles am Laufen zu halten. Von der Spielmechanik her steuert sich dieser Titel genauso wie GTA 4, das heißt völlige Bewegungsfreiheit. Die Grafik sieht klasse animiert aus und auch soundmäßig muss sich der Titel nicht verstecken. Die Tastenbelegung ist für Einsteiger ziemlich fordernd, je nach Situation liegen die Haupttasten immer etwas anders. Kenner des Originalteils haben aber keinerlei Schwierigkeiten. Auch Mehrspielerspaß gibt es, vom Deathmatch über den entspannten Free-Mode bis hin zum Race-Modus ist alles dabei, was im Multiplayer so richtig Spaß macht. Höchster Respekt gilt der Story, nichts ist abgekupfert, Liberty City ist riesengroß und auch abseits der Storylines gibt es viel zu entdecken. Somit reihen sich auch diese beiden neuen Episoden in den Referenzcharakter von GTA ein. Mehr zu Episodes from Liberty City gibt es auf Soundportal.at und GamingXP.com nachzulesen.